So, also du kannst Bescheid geben, wir fliegen los. Alles klar, ich gebe Bescheid. Bescheid. So Leute, die 45 ja. Minuten starten und die 15 auch. Alles super. Klar? Alles klar, bis gleich. Wir sind Dama Dunlo, glaube ich. Und wo habt ihr euch versteckt? Das sage ich euch nicht. So, <geht's. lacht> ich starte jetzt die 15 Minuten und los geht's. Man kann. So, los geht's. Wir sind Dunlo, ne? Moment. So, ich springe jetzt erst einmal, dass ich hinspringe hier. Seid rot. Nee, wir sind der andere, weil der singt der Wolf Points immer. Ah ja, dann muss das nochmal einer kurz den Jungs sagen. Am besten Ruff oder Ray. Was sagen? Ja, ich glaube, Ruff macht's schon. Ruff macht. So, die Bescheid. Dass da Wolf Points sind, ne? Ja, Shopping Mining 1 habe ich gesagt, dann könntest du das. Shopping Mining 1. Und dann so Pi mal Daumen, paar tausend Kilometer so. So, ich werde mich auf jeden Fall irgendwo erhöht hinsetzen, glaube ich, mit meiner Scharfschützenknifte. Wenn da ein Berg ist, man weiß es ja nicht so genau, ne? Springen wir oder? Ja, wir haben springen wir noch. Das dauert ein wenig und dran springen da. Wir fliegen schon. Fahrzeuge haben wir jetzt offiziell verboten, ne? Wir fliegen schon? Ja. Also bei mir stehen wir noch. Also ja, wir sind jetzt in deinem. Ah, jetzt sind wir da. Ah ja, das war so ein Instant-Sprung wahrscheinlich gerade jetzt. Ja, so ein ganz wo. So Zeitreisen sind der Server, der baut ein bisschen ab, ne? Also. Ja, irgendwie schon, ja. Ist nicht mehr ganz so taufrisch wie vorhin. Nein, eine Viertelstunde wird's besser. Nach 10, dann müssen die ersten ins Bett. Bodenfahrzeug, also Fahrzeug hast du jetzt untersagt, ne? Gut, nicht, dass sie wieder mit Dragonflies kommen. Ja gut, das kann natürlich trotzdem sein, ne? Mir hört ja keiner zu. Das ist ja das Problem immer. Sagt ja keiner was. Ne, sonst hätten wir ja auch nur noch Spaß, wenn wir alle einer zuhören würden. Ah, ist das geil. Ah, sieht geil aus. Ja, schon wieder hier Screenshot-Simulator. Ja. Und Dama ist einfach, es ist einfach der schönste Mond ever, ey. Vielleicht sind wir hier unten irgendwo im Pottrennen. Das wäre geil. Ja, das wäre cool, ne, wenn da noch so NPC-Beduinenvölker hier unten so rumfahren würden, ne? So auf kommt Bantas. Ach nee, das ist was anderes. Ja, aber das ist doch schon mal ein Berg. Das ist doch mal gut. Dann werde ich mich ja, darauf. Ja, wir sind aber hier mitten in der Pampas. Mitten sind noch 2000. In der Pampa. Ach da, ja. Aber ist doch, der Berg da ist doch super, oder nicht? Meinst du nicht? Meinst du, er ist zu weit? Ich check das mal aus. Wir hätten auch hier rechts den Felsen, aber das hat schlecht. Hier wäre. Sucht euch auf jeden Fall gute, sichere Positionen, ne? Also hier ist jetzt Stein unter einer Erhöhung. Entfernung sind von hier aus jetzt 500. Ich werde mich da, glaube ich, da hinten in diese Stein-Dings da begeben. Da fliegt also mich mal hin. Aber wir müssen uns hier raus will, ne? Das sind 400 Meter. Ja. Will einer hier raus? Lass du mal einen hier raus. Jetzt zu spät. Ja, dann flieg mich erstmal da hinten hin, zu diesem Stein-Dings. Hast du hier noch Sniper an Bord? Nee, wa? Ich habe einen Sniper, ja. Also ganz schön weit, ne? Ich habe höchstens vierer. Das ist ganz schön weit, aber ich glaube, es ist doch zu weit. Dann flieg mich mal links zu den Steinen. Das sind 1200 Meter. Ja, dann flieg mich mal links zu den Steinen. Links? Da sind doch ganz viele Steine. Ich brauche halt unbedingt irgendwie so einen flacheren Blick. Wir können uns auch zu zweit dahinter die Steine ballern, ne? So, also hier lasse ich mal jetzt. Ja, bleib mal hier. Wir verteilen uns von hier. Das ist, glaube ich, besser, weil dann kann man auch so ein bisschen die Sichtlinie sich kontrollieren. Land mal hier und wir gehen so raus. Oder die Teams so machen wie vorhin? Würde ich sagen, ja. So, ich lasse euch jetzt hier mal raus. Fliegt
Für Autopilot. Sieht ganz witzig aus. Kommt ihr raus, weil wir sind auf einer Klappe. Ah. Also ich würde jetzt das Schiff auf der anderen Seite noch abstellen und das immer so auf der anderen Seite. Oder oben auf den Felsen legen, wäre auch ganz smart, aber ich glaube... Ja, das ist halt, dass ich Sid nicht sehe, ne? Ich sehe nur seinen Marker, das ist natürlich... Ja, das geht doch. So, pass auf, dann wäre hier hüben jetzt noch eine schöne Stellung von abgestürzten Frog oder was das ist. Ist das cool, sich auf so einen Felsen zu legen oder ist das eher dumm? Ja, wenn sie angeflogen kommen, ist ja. Das ist dumm. Dann ist es ziemlich dumm. Seitdem, was hast du denn für eine Farbe mit deinem Anzug? Ja, hier ist schon ganz geil. Dann gehst du raus. Echt gut Deckung hier, ne? Hier oben. Also du hast jetzt keine Waffe hier drin, ne? Doch, im die Dings, in die Rex sind sie doch drin. Na, aber keine Sniperwaffe. Sniperwaffe habe ich bloß eine P6 selber dabei. Aha, aber ich habe Vierer Zoom ist mit drin. Das habe ich doch hier nicht. Ich glaube, ich bleib mal hier. Ich glaube nicht. Glaube ich auch okay. Nicht, wenn du so ein bisschen das senke, liegt. Ich stelle das Schiff jetzt noch ein wenig woanders hin, um sie zu irritieren. Kommst du nicht noch hier hoch? Ja, aber hier hast du eine richtig geile Deckung hier unten, ne? Ach nee, ich mach's anders. Ich flieg ganz langsam das Schiff weg und ich steig während des Fluges aus. Meinst du? Lass doch das Schiff irgendwo stehen, ist doch egal. Ja, und dann fällt's halt auf, dass das Schiff nicht da ist. Geht schon. Kann man dann so. So, wir dürfen uns auf jeden Fall nicht bewegen, wenn die rüberfliegen, weil bewegen kurze Nachfrage. Halt, ne? Ja? Kurze Nachfrage. Wir sind gerade drüben ein bisschen verwirrt. Ist das so? Ja, also das nämlich, als ihr da gewesen seid, jetzt beginnen die 15 Minuten. Ja. Aber die beginnen doch eher ab da, wo ihr aus dem Hangar rausgeflogen seid. Genau. Und da haben wir auch Bescheid gesagt. Genau, also dürfen wir jetzt ohne Probleme anfliegen. Wenn die 15 Minuten um sind, dann könnt ihr losfliegen, ja. Du sind's ja, du hast ja Bescheid gegeben. Ich habe Bescheid gegeben, ab wann die 15 Minuten losgehen. Und wenn die abgelaufen sind, dann fliegt ihr los und dann habt ihr noch 30 Minuten. Und das macht zusammen... Ja, alles klar. Also seid ihr von da aus erst losgekommen, als du es gesagt hast. Okay. Genau, genau. Okay. Jo. So, jetzt noch 20 Minuten. Ach, hat er nicht mehr gehört. Verwirren den Jungen noch nicht. So, ich überlege gerade, ob das wirklich so gut ist, ne? Ja, doch, wir haben ja voll den Blick zum Schild. Also mein Schiff fliegt jetzt vollständig weiter. Es ist jetzt ferngesteuert, falls es irgendwo hängen bleibt. Doch, ich denke schon, dass das gut ist hier. Ist schon gut, ne? Hier kannst du richtig snippern, ey. Man muss halt so ein bisschen im Schatten bleiben, im Schlagschatten. man hat halt theoretisch wirklich nur von vorne einen Angriffspunkt, ne? Du müsstest wahrscheinlich ein bisschen... Ich such das noch. Schiff. Macht das Sinn, dass du vielleicht so ein bisschen den Felsen im Auge behältst, dass mich keiner von hinten irgendwie erledigen kann? Weil wenn jetzt einer hinten hochklettert, obwohl das geht glaube ich nicht, ne? Nee, kommt keiner hoch hinten. Habe ich gerade eben schon geprüft. Ist schon ganz wir kommen nur von hier vorne hoch. Ja, und... Ja, man ist hier wirklich gut gedeckt. Ich glaube, ich... Kannst du dich hinlegen? Ich habe mich schon hingelegt. Warum kann ich mich nicht hinlegen? Wo bist du? Oh, ich will mich auch hinlegen. Mach mal erstmal ohne Waffe. Hier bei dir, gegenüber, 120 Meter, siehst du mich? Hinten segelt eine einsame Valkyrie durch die. Ein Marker hinfalls. Das ist alles auf Video dann. Ich habe jetzt ein Zoom droben. Hast du ein anderes dabei? Das 16-fache. Willst du dieses 16-fache Sniper-Gewehr haben? Ein bisschen weiter hier unter noch vielleicht. Oder, naja, ich probiere es mal. Ich gehe mal weiter weg. Probier mal. So. Oder soll ich unter den Shelter gehen? Hat man unter den Shelter drunter schauen können? Unter den Shelter ist gut, aber ich glaube, das ist so eine Position, da rechnet man mit. Aber vielleicht auch genau deswegen nicht, ne? Irgendwie ist der Rucksack gerade kacke. Der leuchtet so ein bisschen raus. Nicht, wenn du einen Sniper hast. Denn... Ja. Ja doch, nicht die kommen ja an, die müssen ja, die bekommen doch, ich habe einen Granatwerfer und einen Sniper, ich habe beides. Okay. Probieren. Probier mal. Ja, Ruff, tu mir mal einen Gefallen. Ja. Geh mal erstmal runter vom Felsen, weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass die uns vom Schiff aus zu zweit sehen,
wahrscheinlicher ist, als dass wir alleine gesehen werden. Deswegen, also ihr, theoretisch müsstet ihr erst auf dem Felsen, wenn die da sind. Ja, ich glaube, Ruff, geh du mal runter und geh mal hinter den Felsen und versuch immer, dich so zu bewegen, dass du das Schiff dann nicht siehst, dass sie dich nicht aus dem Schiff sehen können. Aber immer über den Felsen rumlaufen. Und wenn sie dann landen, dann kommst du hoch. Ja. Weil mich sehen die hier, glaube ich, nicht. Also ich liege wirklich, also das ist eine perfekte Scharfschützenposition. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Du siehst mich. Der Marker. Naja. Der siehst Raider du mich? Der ist so happy, ein Kasper gefrühstückt heute Morgen. Oh, ich habe ja ideale Position gefunden, wo sie mich von oben nicht aufklären können. Höhen und Felsvorsprung. Ah, perfekt. Ja, dann bleib doch erstmal da. Also noch nicht mal ich kann dich aufklären hier, aus dieser Position hier. So, ich lege mich jetzt mal unter die Treppe. Ich weiß nicht, ob ihr mich seht, wenn ihr hier unterm Bunker schauen könnt. Ich kann mal gucken hier aus meiner Position. Aber ich kann noch da hin. Ich sehe nur deinen Marker. So, Raymond. Aber ich gerade ein bisschen durch den Rucksack mitgenommen habe. Den hätte man hierfür weglassen können. Denkt dran, ihr müsst mit der P6 müsst ihr die Entfernung noch einstellen, ne? Die hat aber Automatik. Du musst sie aber festmachen. Genau. Ja, das habe ich schon. Ich stell nicht automatisch ein, das meine ich. Ja, ich überlege also dann, wenn die ankommen, ob ich wirklich sitzen bleiben soll, bis mir einer in die Zielposition läuft oder ob ich dann schon aufstehe und versuche so zu snipern. Das hat die große Frage. Also ihr könnt... Wenn du in die Außenansicht und dann sozusagen immer versuchen, Felsen dazwischen zu tun. Dazwischen zu haben, wenn sie drüber fliegen. Also die dürften mich hier nicht sehen. Also wenn die mich hier sehen, ne, also alleine schon, ne, das ist eigentlich nicht möglich. Ich kann mich nur aus der Sicht hier sehen. Ne, und aus der hier, aber ich glaube, das ist... Ich lasse mal drauf ankommen. Ne, eigentlich ist das echt ein richtig schöner Stein. Oh, diese Kamera. Mich fertig machen. Oh, eine geile Position hier. Ja, sehe ich leider nicht. Ich kann ja einen Screenshot mal hier in den Chat legen, wenn das erlaubt ist. Auf gar keinen Fall. So, wie spät haben wir es? Noch 2 Minuten 40. Und dann geht das los. Und dann kommen sie irgendwann. Also ich sehe dich, Triumph. Du siehst mich? Mhm. Du weißt ja auch, wo ich bin. Das ist es ja eben, wo wir sind. Ja. So, was macht eigentlich die Valkyrie? Die ist mittlerweile angehalten, ne? Ja, wenn sie wo angestoßen ist. Aber auf jeden Fall denken sie, wir sind woanders. Ja gut, ich meine, letztendlich geht es ja um den Bunker, ne? Also... So gesehen, ganz woanders können wir ja nicht sein. Ich probiere mal eine Granate zu schießen. Mach dich okay. Selbst tot. Ich habe hier in diesem Channel mal das Bild hochgeladen. Könnt ihr mich sehen? Habt ihr was von der Granate mitbekommen? Nö. Nö. Okay. Ich nicht, auch nicht. Gute Voraussetzung. Ja. Und der Pucki schoss Granaten ohne Ende, aber niemand bekam es mit. Am wenigsten der Gegner. Ich hoffe, ich meine, du bist zwar, glaube ich, für mich unsichtbar, Pucki. Ich weiß es aber nicht genau. Also ich bin jetzt hier vorne hausen. Du bist jetzt vorm Bunker? Also unterhalb. Na gut, dann sehe ich dich jetzt nicht, aber... Komm noch mal raus aus dem Bunker?
Also in meine Richtung, renn mal in meine Richtung. Genau, jetzt bin ich vor dem Bunker, auf dem Boden liegend. Nee, also ich sehe dich nicht. Ich hoffe, die anderen sehen uns. Das wäre ja doof, wenn wir unsichtbar sind jetzt, alle, gegenseitig. Ja, das ist irgendwie so ein Ding, was immer irgendwie so schon ganz lange so ein Problem ist, ne? Dieses Unsichtbarkeitsding. Ja. Woran liegt das? Ist das ein D-Sync oder? Immer wenn man mehr wie 2-3 Mann ist, dann passiert sowas. Oh, diese Kamera macht mich fertig. Und vor allem, wenn einer gestorben ist, dann, ne? Dann passiert das meistens. Also ihr seid 260 Meter weg. So, was sagt die Zeit? Ja, jetzt müssten sie eigentlich unterwegs sein, schon seit 15 Sekunden. Die hätten eine Railgun mitnehmen müssen. Ich glaube, ich höre schon ein Schiff, kann das sein? Oh, diese Raymond Kamera, die macht sogar mich fertig. Ich sehe dich frei, bis du unterm Stein bist und dann gequetscht ganz hinten im Eck. Alter, ja. Kamera? Ja, kommt was? Sowas. Deckung. Wir hören was. Deckung. Von wo kommen sie denn, wenn die Treppe 12 Uhr ist? Sind schon vorbei geflogen. Wie bitte? Ihr müsst nicht flüstern, die hören uns nicht. Die sind schon vorbeigeflogen. Über den Einmal schnell rüber? Drüber. Einmal schnell drüber sind sie, hätte ich gedacht, aber ich habe kein Schiff gesehen. Ja, lass uns mal orientieren. Treppe ist 12 Uhr, ne? Also Richtung Treppe okay. Halt. Also die Richtung, wo die Treppe guckt, meinst du? Genau. Also von da sind sie gekommen, von 12 Uhr auf jeden Fall. Und wo sie jetzt hingeflogen sind? Ach, die werden zur Valkyrie untergeschossen, sah. Die schießen sie erst ab. Na, die Valkyrie ist da hinten noch. Ich sehe sie. Die ist gelandet. Aber ich sehe kein anderes Schiff. Ja, die werden halt auch außenrum absetzen, denke ich. Aber hier ist ja noch ebener heute. So, ich glaube, wir sind ganz gut positioniert. Ruff, du musst so ein bisschen späher sein. Du musst so ein bisschen gucken, wo die sind. Welche Richtung? Stopp. 12 Uhr. 12 Uhr sind welche gelandet? Von der Treppe aus 12 Uhr. Da kommt das Schiff. Okay. Oder ein Schiff. Ja, ich sehe es. Ich sehe es nicht. Ist, ne, ist so ein Alien-Schiff da, so ein Dropschiff, das Alien-Ding ist das. Brawler, oder was? Ja, die Brawler. Die suchen jetzt in Entfernung. Genau. Die fliegen jetzt hinter euch rum, aufpassen. Am besten nicht bewegen. Oh nee, ich kann mich nicht mehr hinlegen, warum? Nee, es passt schon, du bist ja, die sind ja hinter eurem Felsen. Jetzt. Jetzt sehe ich sie aber nicht mehr, ach da hinten sind sie jetzt schon. Die fliegen erstmal eine Runde rum. Jetzt sind sie auf 9 Uhr von 12 Uhr aus. Genau. Ah, ich sehe es. Ah ja, ich sehe sie auch. Jetzt müssten sie 7.30 Uhr sein. 35. Ja. Und jetzt sind sie zu spät. Scheiße, treffen. Sind sie schon mal irgendwo gelandet oder? Nee, fliegen noch. Nein, aber die fliegen noch. Sind auch recht hoch, also wer runterspringt, ist schon wagemutig. Okay, müssen wir ein bisschen darauf achten, dass wir gucken, wann sie jetzt eventuell immer wen absetzen. Jetzt geht's auf 6 Uhr. Die schießen auf die Valkyrie, glaube ich. Die Schilder sind gerade aufgeleuchtet. Warum? Ich verstehe es nicht. Was kaputt machen? Ja, genau. Hauptsache mal was kaputt machen, ne? Habe ich es wirklich schön gelandet? Ja, wirklich, ne? So stellt man sich doch mal einen Audi-Piloten vor. Ja. Mal schnell wegschicken, dass kein Verdacht ist. Genau. So, die geht jetzt auf 5 Uhr zu, so wie es ausschaut. Ist die jetzt hinter dem Felsen gelandet? Hinter dem Berg? Könnte durchaus sein, weil da die Valkyrie ist. Ah, da oben kommt sie. Keine Sicht noch nicht. Ich aber kann sein, dass Sicht. Die jetzt da oben wen vom Berg runterlassen, ne? Ich denke mal, die gucken da erstmal oben und ganz nah. Sind die über den Berg oder wo sind sie? Ja, über den Berg. Ja, ich sehe sie. Entfernung über 2000 Meter. Können sie anschießen, bringt aber nichts. Nee, du verrätst dich damit nur. Ja, eben. Oh, die schweben jetzt über den Berg, sind sich noch nicht sicher, ob sie da was ablassen. Ja, ich glaube, die gucken. So, jetzt fliegen sie Richtung 5 Uhr. Genau. Ungefähr. Ja, ich glaube da. Jetzt gehen sie runter. Stehen ein wenig blöd rum.
macht, wenn sie gelandet sind, ne? Dann kann ich nämlich meine Position umlegen. Jetzt fliegen sie hinter einen Hügel runter, jetzt sehe ich sie nicht mehr. Ja, ja, ja. Da ist eine Vertiefung. Ah, da sollen sie mal welche rauslassen, ne? Schon mal ganz gut. Nee, die sind noch nicht runtergegangen. Warte mal, die gucken noch. Jetzt ziehen sie runter. Da ist nämlich ein Tal, wo sie dann von unten hochkommen würden, ne? Ja, ist aber eigentlich schlecht. Aber gut, gut für uns. Siehst du sie noch, wo sie langfliegen, Ramon? Nee, die sind gelandet. Okay. Sind gelandet. Und siehst du, ob sie welche rauslassen? Nee, die sind in so einer Senke gelandet. Okay, aber du siehst, dass sie gelandet sind. Ja. Sag mal, ungefähr wo? 3 Uhr theoretisch, oder? 3 Uhr? Das wäre ja noch links von Ramon. Na, wenn du jetzt eine Linie ziehst vom Shelter in meine Richtung. Ja. Ein Stück weiter hinten. Also wirklich auf einer Linie von Shelter zu dir? Hm? Okay, ja. Krass, dann sind sie ja echt noch ein bisschen weiter. Dann sind Ende. So hätte ich es jetzt vermutet auf 3, ne? Aber es kommt ungefähr hin. Halt, der ist wieder gestartet, der ist jetzt auf 3 Uhr. Ja, wie gesagt, die können was rausgelassen haben. Jetzt die haben bestimmt 2 rausgelassen, gehe ich von aus. Er fliegt jetzt tiefer rum auf, fliegt jetzt auf 2 Uhr zu, ist jetzt aber auch wieder hinterm Berg. Jetzt sehe ich ihn wieder, ist wieder jetzt auf 2 Uhr. Ja, oh, das, wieso funktioniert das Hinlegen nicht zuverlässig? Ja, du musst die Waffe aus der Hand nehmen. Ich glaube, mit Waffe geht's nicht. Und dann so ein bisschen rumeiern. Ist bodenabhängig. Es muss ziemlich gerade sein am Boden, dann geht's. Ja, ich überlege gerade, die landen jetzt da hinten. Wäre das vielleicht ganz gut, wenn du in die Richtung gehst, Ruff, oder? Ja, wartet erst mal, bis sie, wo sie kommen. Die können jetzt vom Raven. Obwohl, die können uns nicht ran. Die können nicht an uns ran, ne? Von hinten. Eben, die können nur vorbeilaufen eigentlich. Die müssen jetzt überall an einem Berghügel hochkommen. Dann müssen sie zu uns entgegenlaufen. Ja, also. Ja. Also wir müssten uns theoretisch um die kümmern, die als erstes gelandet sind. Bei euch da. Und ihr müsstet euch theoretisch um die kümmern. Jetzt kommen. Genau, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Er ist im Anflug. Ihr wisst, worauf ich hin muss. Ja, hier noch. Naja. Wo ist er? Welche Richtung? 12, 11 Uhr. Okay. Bei 11 Uhr ist er jetzt runtergegangen. Na, das müsstet ihr sehen dann, ne? Ja, ich finde einen Hügel für mich. Mhm. Die sind jetzt überall hinterm Hügel gelandet. Aber das sind Scheinanflüge auch dabei, so ist es nicht. Ja, ja, bestimmt. Aber das Gute ist, unser Vorteil ist halt dieses Mal, dass wir liegen und uns nicht bewegen und die anderen müssen halt sich bewegen, weil sie halt nicht wissen, wo wir sind. Also eigentlich sind wir in einer vorteilhafteren Position. Eigentlich. Ist die Prawler gelandet oder fliegt sie noch irgendwo? Ich glaube, ich da hinten gelandet, ne? Die ist gelandet. Ja, ich auch so. Na gut. Zeit? 21, 22. Haben sie noch? Sind noch über, ja. Ray, was hast du denn so im Blick? Was kannst du denn abdecken? Kannst du den Shelter sehen? Also ich bin jetzt gerade in der Außenkamera und gucke, was hinter mir passiert. Damit die da nicht hochlaufen, meinst du, ne? Ja, könnt ihr mir vorstellen. Hinter Berg, die können das ja als Deckung nehmen, den Stein, wäre optimale Deckung. Könnte ich mir auch vorstellen, dass die vielleicht auf den Berg laufen. Oh, ich sehe was. Da hinten kommt was. Welche Richtung? Ja, direkt Verlängerung, Uhrzeit. 3. Okay. 3. Aber viel zu weit. Theoretisch hinter Raymond dann, ne? Komm ich noch nicht ran, ja. Aber da sind 2 Stück. Ne, ja, du siehst sie eher, weil sie ja bergauf kommen, ne? Du bist höher. Ja. 2 Stück sind da, okay. Ja, aber die sind echt weit weg. Also da komme ich mit dem Scharfschützengewehr, glaube ich, gar nicht ran. Ich kann ja mal versuchen, einen Schuss abzugeben. Nee, erst ab maximal 1000 Meter.
Oh ja. Erst wenn du sicher bist. Siehst du die, Ray? Also du kannst dir jetzt eine Position suchen. Also die sind da beide. Und zwar von deiner Seite aus gesehen, wenn du jetzt den Felsen nimmst, links runter. Links runter. Von dir aus gesehen, links runter. Genau, kann von deiner noch? Felsen. Also wenn du den Felsen jetzt praktisch... Kann ich noch nicht erkennen. Vor der Brust hast. Doch, müsstest du sehen. Also ich sehe die ja auch schon. Also es ist Verlängerung vom Shelter, ne? Wirklich, also nicht die Senke runter, sondern eher so links. Da laufen sie rum. Vielleicht zählt meine Grafikkarte noch nicht an. Das kann sein. Da kommen sie auf jeden Fall angelaufen, beide. So, und Ruff, du deckst mich so ein bisschen von vorne ab, ne? Dass da vorne keiner raufläuft, das ist halt wichtig. Ja. Aber es ist kein Deasing, ne? Also man sieht die wirklich vernünftig laufen. Also nicht nur, dass die rumporten oder so. Ich habe jetzt mal einen Schalldämpfer abgemacht, dass du es wieder bremst. Ich höre Schüsse. Echt? Ich hätte es gedacht, aber bin mir nicht sicher jetzt. Irgendwas geklappert. Könnte ich gewesen sein. Aus Versehen. In den Felsen geschossen. Sid? Ja? Links auf den Hügel, ich denke so 1-2 Uhr, Verlängerung vom Shelter, ja, das war auf dem Hügel, liegt da einer? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Er hat ja links rüber nach 12 Uhr sieht er ja nichts. Weil er da auf so einem Plattform ist. Achso, ja, okay. Wer kann das einsehen? Das sieht nämlich aus, wenn da einer liegt. Auf 12 Uhr oder wo? Ja, vom Shelter aus gesehen. 12-1 müsste das so sein. Ich hoffe, die rennen jetzt nicht noch weiter nach links. Also ich habe da so direkt auf 12 Uhr ist ein Fels, ein größerer Felsfront. Da kann ich hinschauen. Es kann jetzt rein, Raynum, dass die so eher so zu deinem Felsen, wo da der Aufgang ist, hinlaufen, ne? Kommen aber von links. Von dir aus sind links, ja. Von dir aus auch. Ich gucke ja gerade in deine Richtung. Ja, nee, du musst in die andere Richtung gucken. Ja. Ich gucke, ob es mal was drauf erzählt hat, ob da irgendwas kommt. Weil, wie gesagt, die sind da nicht mehr so weit weg von deinem Felsen, ne? Also achte lieber drauf, dass die nicht von hinten nicht gleich hier wegnatzeln. Weil ich sehe jetzt nämlich nicht mehr, also entweder sind sie noch in der Senke oder die sind schon da bei dir. Das ist schon noch ein ordentlicher Unterschied hier, ne? Ist noch ein 1000 Meter ist hier. Was hat die P4 für eine Reichweite? Nicht so weit. Die hat vielleicht 400 Meter. Wenn überhaupt. Offiziell ja noch weniger. Könnte das sein, dass sie jetzt weiter nach links laufen? Da müssen wir darauf achten. So, wir sind bei 16,5. Nicht, dass die unsichtbar sind und ich sie nicht sehe. Das ist natürlich doof, ja, das stimmt. Also ich habe sie gesehen. Jetzt aber nicht mehr. Kann echt sein, dass die auf den Felsen laufen, ne, Raymond? Bei dir. Ja, ich hätte einen Felsen im Visier, also wenn oben drauf. Aber doch nicht die flache Stelle, oder? Wo die rauflaufen. Also wenn dann bis oben, also ich sehe das oben über den Raymond ist und wo dann schräg hoch geht, gewisse Zeit lang. Okay. Ist fast ganz ninder, aber wie gesagt, da müssten sie an der vorderen Kante sein, ne? Sonst Felsen kippt ja weg. Ja. Also falls sie sich bis vorne hintasten, würde ich sie sehen.
Ralph, du sicherst mich ab, ne? Ja. Super. Von hinten, wo sie gelandet ist, die Prowler, müsste theoretisch auch einer kommen, ne? Ja, sogar zwei, glaube ich. Da müssten sogar zwei kommen. Weil da waren jetzt wirklich nur zwei, die da angelaufen gekommen sind. Von der Valkyrie-Seite kommt da wieder. Kann da mal jemand hinschauen? Weil die habe ich nicht im Blick. Da sie außen rumgegangen sind, ebenfalls. Um die Spuren zu verwischen. Nee, da sehe ich nichts. Ah, jetzt sehe ich zwei kommen. Die kommen von links in Richtung meines Felsens. Jetzt hat die Karte jetzt hat erfasst. Sie zugeschlagen. Ja, dann sind sie jetzt, glaube ich, hinter dem Felsen. Die 270er. Ne, warte auf eine sichere Schussposition. Mit Shift hältst du Atem an, ne? Weißt du aber wahrscheinlich, ne? Ja, ich komme jetzt leider nicht ran, aber... Ist halt die Frage, ob du sie lieber erstmal vorbeilässt, außer sie rennen auf den Felsen. Einer geht oben rauf. Bei dir, Raymond? Ja. Ja, machen fertig. Der andere geht links vorbei. Okay, den erledige ich. Vielleicht. Ruff, du bist noch bei mir? Ja. Er ist unterhalb. Ich schieße noch nicht. Nee, ich schieße noch nicht. Nur wenn du wirklich sicher bist, ne? Überraschungsposition. Also, wenn er dir vor die Flinte läuft. Ich sehe die Knarre. Oben auf dem Felsen ist einer. Mhm. Ah ja, ich sehe es. Aber der zuppert total. Boah. Ja, warte. Den kriege ich. Oha, der ist aber ganz schön am... Die sinken er gerade. Ich kann es mal versuchen, aber... Aber ist er nicht schon tot, weil er bewegt sich nochmal? Ja, gute Frage. Hat er sich hingelegt. Nee, er schaut, er schaut nach hinten. Nee, er lebt noch. Ah, jetzt sehe ich ihn. Hä, warum geht das nicht? Ich schieße wahrscheinlich in den Bunker rein, so wie es ausschaut. Ich glaube, ich habe zu hoch gezielt. So, jetzt hole ich ihn mir. Ich hab das Feuer eröffnet. So, ich hab. Einmal habe ich ihn erwischt. Aber jetzt habe ich Puls. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn erledigt habe. Ne, er krabbelt noch. Den könntest du dir jetzt von hinten. Könntest du dir den jetzt schnappen, weil der guckt, glaube ich. Vom Felsen runter, der ist oben an der Spitze, ist der. Naja, der wird jetzt die Info von den anderen gekriegt, dann, dass ich hier oben bin. Oder unten. Oh, ich wurde getroffen. So, den anderen habe ich auch zwei, dreimal erwischt. Da ist man nicht unter dem Felsen. Pucki, du hast bei mir hier... Achtung, oben am Felsen kommt wieder einer. Ja, den sehe ich noch nicht. Ah, der rennt jetzt wieder nach hinten. Ah, da ist er, ich sehe ihn. Ah, der zuppelt aber ganz schön, ey. Ja. Junge, Junge. Raymond, der ist ein Felsen, auf aufpassen. Ne? Raymond, der ist von dir aus, ja, wie soll man das jetzt beschreiben, Richtung 12 Uhr mehr, ne? Also zum Felsen hoch. Der ist nach hinten hier. Aber der andere kommt auch, glaube ich, gerade hoch. Vergesst doch mal die anderen Positionen 12 Uhr. Ich hab mal verstehen, oben auf dem Felsen. Der ist tot? Ja. Da, komplett? Okay. Erledigt? Ja. Okay, super. Dann ist da aber noch einer, ne? Der muss bei euch irgendwo sein. Nee, der ist wieder zum Felsen zurückgelaufen. Also entweder kommt er jetzt auch bei dir hoch. Nee, das war ich. Nee, der war unten, unterm Felsen. Der ist jetzt aber wieder rum. Das war der zweite. Also unterm Felsen war der Raymond vorhin gestorben. Ich hab doch schon zwei. Ach, du hast da schon zwei erledigt?
Ja. Okay. Dann sag das aber ich, doch. Ich wurde aus deiner Richtung irgendwo angeschossen. Ja, okay. Gut, da kann ich jetzt nichts sehen. Das müsstet ihr erledigen. Also, ich habe nur diese Position hier. Die halte ich jetzt auch erstmal. Also zwei sind definitiv jetzt komplett tot, ja? Ja. Na, ich habe jetzt ein Sniper-Gewehr. Oh Gott, das. Sehen. Weil die müssen sich ja auf jeden Fall noch über diese Strecke hier bewegen, um dann zur Treppe zu kommen. Nur 10 Minuten haben sie aber noch. Wie seht ihr das eigentlich so? Außenkamera, Spionage, ist das cool oder sollte man das lassen? Ich bin da immer unsicher, ne? Ich denke mir, machen alle. Deswegen mache ich es auch, aber andererseits denke ich mir, ist ja eigentlich doof. Wie meinst du denn das? Ja, in die Außenkamera und dann gucken, um einen rum so. Das ist Drohnenansicht. Ach so, na gut. Ja, wenn es Drohnen geben würde oder sowas, dann würde ich es ja schon wieder cool finden. So, aber Kamera, na gut, okay, aber es geht ja, ne? Es ist ja möglich. Immer hinter dem Fels und schau mal, da ist aber nichts. Ja, mach dich nicht bemerkbar, ne? Nicht, dass die dich sehen. Also Raymond, du bist noch angeschossen worden, nachdem du die alle zwei erledigt hattest. Nee. Richtig? Nee. Zwischen dem ersten und dem zweiten bin ich angeschossen worden. Der von oben kann das nicht gewesen sein, weil der sieht mich nie. Boah, ist das also ein Traum, kam das von außerhalb. Ja. Von der Valkyrie kann keiner kommen jetzt in Richtung Valkyrie, weil die Uhrzeit 6 Uhr haben wir weiter. Nee, die werden, denke ich mal, von der Prowler dahin. Ja, aber kommen. Können ja auch so rumgelaufen sein, nicht, dass da. Ja, das stimmt natürlich. 6 Uhr. Kann von Valkyrie, kann ihn aber hat nichts sehen an Feind auf okay. Ja, im Grunde genommen muss ich gar nicht. Ich brauche eigentlich echt nur in die Richtung gucken, ne? Also, das ist Scharfschützengewehr oder Scharfschütze ist halt leider einfach auch ein Abwartjob, ne? 90% seines Lebens wartet der Soldat vergebens. Ja. Ja, wir sind bei ungefähr 8 Minuten. Pucki, machen wir wie eben, ne? 5 Sekunden, du machst den Stratzi. Dann. Bist du auf dem Felsen oben, Raymond, jetzt? Oh. Ja. Kann man das Gewehr geholt. Wenn es natürlich irgendwann solche Steigbügel gibt oder wie die Dinger heißen hier, wo man dann Felsen hochklettern kann, dann können die natürlich auch von hinten kommen, ne? Aber setzt aber auch voraus, dass sie das dann auch mithaben. Ja, das stimmt. Müsste den Batman Enterhaken vergessen. Also linke Seite von unserem Felsen ist gesichert. Die rechte Seite, also von aus gesehen rechts, müsste Pucki ein bisschen mitgucken. Ja, wichtig ist halt nur, dass mich keiner von vorne überrascht, ne? Dass hier keiner vorne hochklettert nee, und mich dann wegmacht. Nee, du bist ja mittendrin, du bist ja von unten gar nicht zu sehen wahrscheinlich. Erst durch die Entfernung. Ja, aber es kann ja sein, dass trotzdem einer mal sagt, ich geh mal da raus. Du hast dieselbe Farbe von der Uniform wie der Felsen, also sieht man gar nichts. Selbst wenn ich weiß, wo du bist, muss ich schauen, wo du bist. Ja. Aber ich kenne mich. Wenn ich mich dann erschrecke, dann mache ich den drumrum Schießtyp, weißt du? In alle Richtungen schießt so. Das ist dem Typen, dem man einfach mal so ein Maschinengewehr in die Hand gibt und dann, ne, ihr wisst, welchen Typ ich meine. Im Wild West Typ. Genau, ja, richtig. Oder hier bei Indiana Jones 2 war das ja auch die Frau, die dann einfach überall wild durch die Gegend schießt. Das bin ich dann. Mal jetzt irgendwann kommen. Ja, die müssen sich halt ein bisschen aus der Deckung wagen. Ne? Das ist halt so. Da kann man als Angriffsgruppe muss man halt richtig schön intelligent
das Ganze aufklären. Aber man muss dazu sagen, ist aber auch wirklich, ich hab's schon gesagt, ich sag's nochmal, eine traumhafte Position. Es ist eine Schießscharte, es ist wirklich der Knaller. Ohne Dragonfly haben sie schon nicht mehr so dicke. Ja, wisst schon, was ich meine. Nee, was denn? Nee, erklär mal. So dicke Eier. Füße? Große Eier. Da muss man dafür rausgeschnitten werden. Oder ausgepiepst. Ja. Dicke Pieps. Boah, ich war erstaunt. Ich habe die ja wirklich schon auf 2000 Metern habe ich die schon gesehen, ne? Durch das Scharfschützengewehr. Die P6, ne? Ja. Und die sind wirklich vernünftig gelaufen. Also es war jetzt kein Gebieme oder sowas. Also es war echt cool. Ja, nachdem der oben gehüpft ist, ist er dann stabil geworden. Genau, genau. Erst ist er gewubbelt und dann ist er stabil geworden. Ja, hab ich auch so gesehen. Ja, die werden wahrscheinlich dann so in Deckung der 4. In Deckung der Steine werden die versuchen, wahrscheinlich irgendwie ranzukommen, ne? Ja, aber die sind ja jetzt mindestens 500 Meter noch, was sie rankommen müssen. Ja, ich glaube, ich habe eine Bewegung gesehen. Wo? Auf 12 Uhr. 12? Ja. Da ist doch so ein, neben mir so zwei große Steine. Und davor liegen so zwei kleinere. Und ich glaube, da habe ich was gesehen. Die aus auf 12. Nein. Was haben wir gesagt? Ja. Vom Bunker. Okay. Da, wo die Leiter hinguckt, da ist 12 Uhr. Ja. Kann vielleicht 5 vor 12 sein, ich, dass aber... da was war. Also irgendwas habe ich gesehen. Aber... jetzt bin ich mir schon auch nicht mehr so sicher. Nicht, dass sie auf eurem Felsen hocken. Was, eine Fata Morgana? Genau, hinter euch. Hinter dem Felsen kommt ihr nach rüber gerannt. Sagst du das echt? Jetzt oder sagst du, ist nee, das nee. Jetzt? Warte mal. Rechts oder links vom Felsen? Der ist jetzt, der kam jetzt von 10 Uhr und ist Richtung 2 ja, Uhr. Ist er links oder rechts vom Felsen? Hinter mir, genau hinterm Felsen. Hast du einen Ruff? Nee, er konnte fliehen, aber ich konnte ihm... Auf der linken Seite kommt er... Rechts unten am Felsen von meiner Position ist was. Ja, lass ihn doch hier, also links unten bis jetzt. Einmal habe ich ihn getroffen, er ist jetzt in Deckung oder erschossen. Lass ihn doch durchlaufen, ich natze ihn von hinten weg. Guck, ein Problem. Er ist von euch, auf euren Felsen, von dir, Sitko, aus auf der linken Seite unten runtergekommen. Also von mir aus gesehen, er lebt noch. Links und rechts ist er. Nein, er ist mit dem Traktorbeam weggezogen worden, also sind sie zu zweit bei euch. Richtig, der andere ist auf der anderen Seite. Hä? Ich sehe hier keinen. Nee, du siehst du nicht. Die sind unten am Fels. Unten am Felsenfuß. Ah, da sehe ich sie, ja. Am Felsfuß sind sie. Aber jetzt sind sie beide tot, oder? Ich hab sie. Beide, ne? Ja. Sehr gut. Ja, so. Mega. Cool, haben wir geschafft. Alle vier tot? Müsste so sein. Alle vier tot. Warte, ich mach noch eine Screenshot. Nein, du brauchst sie aber nicht finishen, ne? Also... wir können die auch wiederbeleben, oder nicht? Hast du schon? Das hast du zu spät gesagt. Wupsi. Ja gut, dann... ich kann uns ja verraten. Dann, nee, seid ihr alle down, oder? Ja, genau. Gut, wir bringen mal eure Leichen mit wieder, ne? Ja.